Das Lied ist geil. Mein Gott, es ist Nacht und ich bin umzingelt vom Monster. Wenden und die eingekerkerten Schafe. Dann bin ich ja hier richtig. Alter, was würde ich. Das würd, oh, wie ich mir gerade einen Wallhack wünsche, Mann. Ja, wenn es kein Enderportal gibt und du wirklich sicher bist und du nur alle Gänge abgeguckt hast, dann können wir ja zur Not irgendwie eins bauen oder so. Ist ja kein Problem. Also ich habe mich auch schon einmal da komplett drunter durchgegraben und alles. Ich habe jetzt, ich hatte, als ich das gefunden habe, hatte ich noch 9 Enderaugen. Ich habe jetzt noch 2, weil ich den Standort davon festmachen wollte. Aber ich bin dann die ganze Zeit hin und her gependelt. Weil es einfach nichts gefunden hat. Dann eine dreckige Kacke. Dann werden wir wohl eins bauen müssen. Ja, das ist kein Problem. So, ich meine, ich hab's theoretisch ja gefunden. Beziehungsweise, ich hab's gefunden. Alter! Was ist? Das hat sich ziemlich lustig angehört. Was denn? Wenn du getrunken hast. Hat man das gehört? Ja. Ja. Da ist auch jemand die ganze Zeit auf so eine Ente getreten. Lol, was? Ja, also hört sich das echt? An. Oh fuck, ja. Tut mir leid, ich dachte, das hört man nicht. Echt? Oh mein, oh Gott. Ist, oh mein, nein. Ich habe wieder Wolle übrigens, ne, Matthias? Oder? Das tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Ich hab, hier, ne? Nein, das nicht so zu klingen. Also, wie gesagt, ich hab Walle für dich, Matthias, wenn du brauchst. Yeah. Wäre schon cool, wenn einer so in meiner Nähe bauen würde, dann wäre ich hier wenigstens so alleine. Ja, ich würde gerne noch das hier zu Ende bauen. Ach, okay. Ist ja deine Sache, wenn du so machst. Sonst habe ich irgendwas angefangen, habe es nicht zu Ende gebracht, das wäre blöd. Oh, ja. Ich glaube, wenn ich Flügel habe, werde ich auch nach da ziehen. Einfach um dann da von den Bergen zu springen. Ja, das ist ein ziemlich geiler Ort dafür. Aber ich bin auch irgendwie zuvor, meine ganzen Kisten zu transportieren. Deswegen wird es wahrscheinlich. Ja, das war einfach, das war echt für mich so ein Ding, ey. Weil ich habe so viel Holz und Stein und Eisen und weiß ich was. Was so ein Mega-Projekt wäre, was wir alle zusammen machen könnten, so ein Tunnel einfach bauen mit Schienen. Boah, das wäre. Nee, das würde ich nicht mal machen, das wäre zu so krank, Alter. Ja, das wäre so der Tunnel. So weit ist das eigentlich. Ja, nee, so weit nicht. Wenn wir alle so daran arbeiten würden, würde es sogar eigentlich. Weiß ich nicht. Würde zwar schon noch dauern, aber nicht so lange. Aber wenn man das alleine machen würde, boah, wie viele Spitzhacken würden dafür wohl drauf gehen, ey? Zu viele, meine Freunde, zu viele. So. Es ist immer noch tiefe Nacht, oder? Ist ja gerade erst Nacht geworden. Und es regnet schon wieder. Ja. Das missfällt mir. Oha. Es missfällt ihm. Ja. Wie gehoben. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Gut. Kann mir mal jemand Bescheid sagen, wenn es Tag wird wieder? Wäre ziemlich nett. Ja. Danke. Da hoch und dann hier. Hallo, Wolfgang. Jawohl. Boah, habt ihr gesehen, wegen der EM, wie es in Marseille voll abgegangen ist, Alter, diese ganzen Proteste? Also was heißt Proteste? Diese ganzen Randalen dazwischen russischen und englischen Fans und so. Und französischen auch noch. So, Marcel, Alter, die Stadt war im Ausnahmezustand, ne? Hättet ihr das mal sehen müssen, die Bilder, ne? Überall, also so Tränengas von der Polizei wurde benutzt, so, weil da überall Prügeleien so waren und so. So Gründe waren total unbekannt, weil ging es wahrscheinlich um Fußball oder so. Und ohne Scheiß, das war übel einfach nur. Habt ihr das in den Nachrichten vielleicht mal so gehört oder so oder mitbekommen? Nee. Ja, keine Ahnung, müsst ihr einfach mal googeln, ne? Und einfach mal lesen oder so. Das war schon ziemlich krass einfach. Dann hat sich das irgendwann so beruhigt, dann hat die Polizei das so in den Griff bekommen. Und dann jetzt geht's halt wieder so los, so gegen Abend fängt das dann halt wieder so immer an, so ein bisschen. Ja, ist ja auch bald England-Russland-Spiel. Ja, eben, also das ist halt. Wahrscheinlich werde ich mir. Das ist morgen, ich weiß nicht, wie ich mir das anschaue. Ach,
Morgen Abend um 21 Uhr. Wer spielt? Wer? England gegen Russland. Ach, England jetzt gegen Russland, okay, gut. Das ist das erste Topspiel, meiner Meinung nach. Okay, abgesehen jetzt von Frankreich, von mir eher wohl. War jetzt für mich kein Topspiel. Bitte? Russland ist nicht. Ist Russland irgendwie gut geworden oder so in letzter Zeit? Weil ich finde, die sind irgendwie nicht so. Ja, der Kader ist okay. Ist okay, ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe eine Mine gefunden bei mir, ne? Geil. Und der große des russischen Kaders kommt nicht raus. Okay, ja, das freut mich. Wahrscheinlich werden sich meine. Kann halt nicht so gut sein. Kenne ich mich nicht so gut aus. Ja. Ich denke mal, das ist schon eine der besseren Mannschaften. Ja, wird schon meine Mutter und mein Vater. Ich würde sagen, Russland ist sogar so der Underdog. Underdog. Ja, ohne Scheiß. Russland kann locker. Ja, die könnten. Guck mal, genau das ist das Problem. Wenn Russland einen guten Tag hat, dann könnten die das drauf. Eben, das ist immer aber das Problem. Die könnten, weißt du, aber die machen's nicht, weißt du, das ist so behindert, ey. Also bei vielen Mannschaften. Ja. Ich fand das bei der WM, jetzt nicht die letzte WM, sondern die davor, die WM, so, weißt du? 2010. Ja, genau, da hat auch Russland ein Spiel gemacht, da haben die, ich weiß nicht, welches Spiel gegen wen das war, aber da waren die richtig gut, da haben die richtig rasiert und so weitergekommen und so, weißt du? Ja. Das war richtig, richtig gut, haben die gespielt, so, weißt du? Und dann hatten wir total Hoffnung, dass Russland vielleicht diesmal ein bisschen weiterkommt als sonst, ne? Nächstes Spiel komplett reingeschissen. Die waren richtig kacke einfach. Haben dann voll verkackt, weißt du? Haben nicht mehr so gespielt wie letztes Mal, ey. Deswegen bin ich da irgendwie so sehe ich das Ganze so kritisch entgegen. Weiß nicht, ich denke mal auch diese WM. Weiß nicht, irgendwie ist das uninteressant. Die WM oder EM jetzt? EM jetzt. Die finde ich irgendwie uninteressant. Das Hotel. Weil ich finde, es gibt einfach. Alle Mannschaften sind auf ihre Art und Weise gut. So, aber ich finde. Der Frankreich-Kader, der ist irgendwie nicht so gut, wie er hätte sein können. Der Deutschland-Kader ist nicht so gut, wie er hätte sein können. In Italien habe ich keine Ahnung, aber mittlerweile sind da auch keine so guten Spieler mehr. Obwohl, mittlerweile kommt da wieder langsam was. Alter. Spanien hat die richtig Halbes guten Herz. Spieler nicht dabei. Ja, versteckt kann man in deinem Haus. Ist halt... Nope. Das ist uninteressant. Ich hätte halt nur andere Spieler spielen sehen. Halbes Herz hat er. Alter, hier ist ein verkackter... Voll Giftspinnen-Spawner! Ich sterbe! Du Hure! Ey, Erik, hab mich gerade verlaufen, bin an einem Haus angekommen, hab dir ein paar Bücher da gelassen. Oh, geil, danke. War so ein Dankeschön, das kann ich mich auch nicht geben. Oh, Pumpkin Seeds, Melon Seeds. Also ich bin in komplett falsche Richtung gelaufen, lol. Oh Mann, das ist aber nicht das, was ich brauche. Ich brauche Diamanten, brauche ich. Komm schon, das ist eine Mine hier. Das ist eine gute Wahrscheinlichkeit. Oh, Diamanten! Leck mich am Arsch, so viele auch noch. Oh Gott, und ein Creeper. Du machst mir nicht kaputt. Du kommst hier nicht hoch, was? Diamonds for me, Bitches. Ein komischer Raum. Erstmal die Gegend absichern. Oh, nicht schon wieder. Oh Mann, das ist nur noch gut, welche da. Okay. Oh, Redstone brauche ich eigentlich gar nicht. Können wir wegwerfen. Das ist für mich, damit ich weiß, wo ich gleich nach Hause komme. Okay. So, ich bin jetzt auch zu Hause. Kann ich dann schon mal anfangen, irgendwo das Enderportal aufzubauen? Das Enderportal. Klar. Keine Ahnung, wo du das machen willst. Jetzt noch ein paar Bücher. Das braucht, warte, wie viel braucht das? 3, 6, 9, 12 braucht das ja, ne? Ja, 12. Dann. Lol, Alter, wem gehört das Skelett? Fährt das hier rumrennen? Hä, siehst du mich nicht? Ach, bist du das? Ich sitze da drauf? Lol. Ach, das ist wieder dieser Bug oder was? Ja, vielleicht muss Sven einfach mal nochmal reconnecten. Boah, Chef, du hast das Ding jetzt nicht gesehen. Auf dem Pferd musst du reconnecten. Sicher? Okay.
Hat da einer wieder vergessen, alle den ganzen Baum abzuhacken? Ja, ich hab da, du meinst da, wo das Dings ist? Ja, ja, da hab ich das noch nicht ganz alles weggemacht. Weil ich werde das sowieso wieder. Oh. Jetzt sind erstmal Bücherregale, die du nicht brauchst. Ich könnte ein paar gebrauchen. Thank you. Das ist leicht. Ich hoffe, ich finde die auch wieder raus, ey. Jetzt hätte ich auch was für dich. Als Dankeschön. Ist zwar kein Ragu. Kein Ragu. Aber schmeckt bestimmt auch so lecker. Kuchen, Alter, Hammer. Geil! Ach, dieser Pumpkin Pie hast du mir jetzt einen gemacht. Ja. Hallo, Zombie. Ich will euch, weil ich weiß, wo ich das hinbaue. Hinter deinem alten Haus, das Platz, da baut keiner. Okay. Nash Game Mode 1. Oh! Guckst du denn her? Oh shit, Alter, ich muss erstmal eine Sache wegpacken. Boah, Alter, ohne Witz. Was hast du jetzt das ganze Wochenende lang gemacht? Was ist? Hier, wenn ich ehrlich bin. Beziehungsweise werdet ihr noch tun? Was werde ich? Nichts. Wow. Ja, ich muss Wochenende eigentlich schon so gut hier rum. Ne? Was aber das Buch? Der Creeper darf nicht explodieren. Himmel, ich wünsche mir Glück, Jungs. Ich. Einfach aufsammeln, weggehen. Ah! Wie ging das? Was ist das für eins? Och, Junge, langweilig. Was aber das Buch wurde gedroppt? Nee, hier ist eine Lohentruhe gewesen. Ah. Und da war halt eins drin, aber das ist kacke, ganz ehrlich. Bane of Arthropods, Arthropods und Protection 3. Oder eher gesagt, kann man ja sagen. Imported. Obwohl Protection Dry. Protection Dry wäre schon geil. Dry. Wie war das? In Portal 3 an jeder Seite, ne? Yep. Ja, und ich glaube den Rand auslassen. Naja, das ist. Ja. Richtig. Warte, ich mach mal Testzirkel in der Auge. Hier dieses, genau. Wo kommen wir denn hier hin, hallo? Waren wir hier schon? Waren wir tatsächlich? Das funktioniert wir gerade nicht. Bitte? Funktioniert nicht. Das hat dann nie geklappt, wenn ich einen Enderportal gemacht habe. Hast du da drunter auch so Platz gelassen? Da drunter darf er, glaube ich, keinen Boden lassen. Lava machen. Ja, eben. Ich glaube, da drunter darf er... Nee, ich glaube, da muss nicht mal Lava sein. Ich glaube, da drunter darf einfach kein Boden sein. So. Du musst das irgendwie in der Luft, glaube ich, bauen. Bin mir aber da nicht sicher. Also muss er schweben. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube mal schon. Also, so würde es für mich Sinn machen, jedenfalls. Ich mache meine schwebende Version. Oh, bla. Ja. Boah, morgen lernen für so wie. Ich habe so keinen Bock auf diese Arbeit, ne? So schlimm einfach nur. Weißt du, da bin ich sturmfrei mal. Und dann so eine Kacke. Funktioniert nicht? Oh Mann. Enderportal selber bauen. Oder vielleicht. Vielleicht doch Lava da drunter. Da in der Portal selber bauen. Boah, kann der Typ bitte noch ein bisschen gelangweilter reden? und kann sein Monitor bitte, sein Rechner noch lauter summen? Voll geil, ne? Das scheint ein Profi zu sein, oder? Ist das Sebastians Lüfter? Sebastians Lüfter. Er versteht die Anspielung gar nicht, ne? Was denn? Sebastians Lüfter. Ne, früher war das immer, Sebastian hat einen Laptop und er hatte früher immer so einen mega lauten Lüfter und er hat, ich weiß nicht, ob er damals schon ein Headset benutzt hat oder nicht, und das war immer so mega laut, dass man irgendwann Kopfschmerzen bekommen hat. Beziehungsweise es wurde stellenweise richtig schwer, den zu verstehen, weil es einfach so laut war. Mach ich das. Was gibt's hier?
noch eine obere Ebene, ne?